Ihr Bandname ist nicht nur einfach ein Titel, sondern auch Programm. Wo steht für das englische Woman und Xang für tirolerisch ausgesprochene Xang? Vier junge Innsbruckerinnen, die eigene Kompositionen und Coverversionen a cappella singen, sorgen derzeit in der Musikszene richtig für Aufsehen. Sie wissen, was sie wollen, sie wissen, wer sie sind und sie wissen auch, was sie können. Nicole, Ines, Marina und Silvia sind Woxang. Vier ganz besondere Frauen. Wir sind alle, wir schreiben alle verschieden, wir singen verschieden, wir sind verschieden. Und trotzdem haben wir einen Klang. I don't know what to say, I do keep doing nothing. Wir sind alle vier relativ selbstbewusste Frauen und auch relativ eigenwillig. Das kann manchmal Konflikte erzeugen, meistens ist es aber sehr produktiv und das äußert sich auch in der Musik, die wir machen. Und wie wir Lieder interpretieren, wie wir Songs arrangieren. Wir sind sehr, sehr autark. Also ich finde es eine große Herausforderung, wirklich sich nur auf vier Stimmen zu beschränken. Also wenig Instrumente zu verwenden, sondern wirklich das Augenmerk auf die vier verschiedenen Stimmen zu legen. Und das besonders Reizvolle an einem Viergesang ist einfach, dass die eigene Stimme immer präsent sein muss und präsent ist. Und das ist besonders schön. Mit ihrer ersten CD One haben sich die vier Frauen einen großen Wunsch erfüllt, für den sie jahrelang gearbeitet haben. Nicht, dass wir jetzt total berühmt werden wollen, unbedingt. Es ist wichtiger, dass wir uns wohlfühlen und dass es uns total viel Kraft gibt, Musik zu machen. Und jetzt haben wir auch noch eine CD, wo die Musik drauf ist, wo wir es auch weitergeben können vielleicht. Woxang, ein erfrischend anderes Quartett. Frauenpower, aber wie?